Na komm. Hallo? Wie viele Zungen haben wir denn schon? 8, 10 braucht man, glaube ich, ne? Krabbeln wir die da drüben auch noch ab. Kampfmodus. Hab's zu früh gedrückt. Sehr schön, damit können wir die Quest auch machen. Still, wie es aussieht, zack. Ich will hier eigentlich nur ablooten. Bekanntes Kraut. Krähenauge, das haben wir auch noch nicht gesehen, das haben wir auf jeden Fall gleich abholen. Finaler Finish him. Einsacken, ne? Wow. Diesmal habe ich mich geschreckt. Diese Scheißviecher. Da hatte ich mich doch tatsächlich mal nicht gerade wenig erschreckt, ne? Muss ich auch zugeben. Ah. Keine Ahnung, ob man es im Video gesehen hat. Vermutlich schon. So, gut, dann können wir nicht abbluten, dann soll es so sein. Diese Scheißdinger, ne? Gerade keinen Plan, auch wo wir hier rumlaufen, ne? Da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich will eigentlich retour zum Landungssteg, ne? Damit wir in die Stadt zurückkommen. Ups, zu früh gedrückt. Diesmal habe ich mich nicht geschreckt. Okay, die zahlen sich also auf jeden Fall aus. Anzufackeln. Ach, hier ist der Höhleneingang. Cool. Wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber wenn wir schon hier sind. Ich habe die Wölfe gefunden. Sehr schön, da brauchen wir auch 10, ne? Ja, wenn wir schon hier sind. Mache ich jetzt trotzdem mal eine schnelle Pause. Bis gleich, ne? So. Kamera ein. Spielmodus. Und weiter geht's, ne?
Genau, Höhle. Ach, Katze wollte ich mir gönnen, na, wenn wir hier schon unter Tage sind. Und vielleicht hauen wir noch mal kurz einen Speicher rein. Was schon wurscht ist. Ist keine kleine Höhle, würde ich mal behaupten, ne? Schwalbe. Ach, Schwalbe hat man auch noch, genau. Haben wir schon Erscheinungen auf unserer Liste? Ja. Geisteröl. Okay. Ich wollte eigentlich nur die Wölfe loswerden. Beziehungsweise mitnehmen, aber wir können gerne auch die. Ui. Ich befürchte fast. Ah ja. Einfach die Wölfe auch auf uns rauf. Ne? Wir brauchen aber eigentlich das andere Schwert für die Wölfe. Ne? Hey. So. Einmal abgrabbeln. Sehr gut, ein Schwert zum Verkaufen. Ist es jetzt noch eine Rune? Rune der Erde? Rune der Sonne? Nee. Ich habe irgendeinen Questgegenstand, der soll mir recht sein. Axt braucht man nicht, lassen wir da. Das Ding ist ja nicht besser, ne? Ja, minus 20 Schaden, genau. In dem Fall werden wir da auch die Pelze gleich zusammen haben, ne? Eigentlich wollte ich mir hier den. Wir haben ein neues Zeichen. Sehr cool. Quen. Ah, mit denen können wir uns verteidigen. Auf 2 ist das cool. Das gefällt mir. Das können wir sicher noch brauchen. Das werde ich wahrscheinlich noch. Eher zaubern als was anderes. Der Wolf schlachtet hart. Wölfe ab, ne? Kannst du nicht erfinden. Naja. Da hinten war noch ein Wolf, ne? Die Map ist hier echt nicht klein, ne? Also ja, wir haben kein Open-World-Spiel, aber ganz ehrlich,
Das fällt mir gar nicht so richtig auf. Also ja, natürlich, nice. Gut, da geht's nicht langs. Wo waren wir? Open World, ne? Keine Open World, aber ganz ehrlich, fällt hier nicht so richtig auf. Ne? Also ja, wir haben immer wieder mal die Ladezeiten zwischendurch, aber mich stört das absolut nicht. Ich hatte eigentlich ursprünglich mal, dachte ich mir, der erste Witcher-Teil wäre ja eigentlich in Vogelperspektive zu spielen, ne? So wie, mir fällt jetzt gerade das GTA nicht ein, das passende, aber da gab es ja auch mal eins aus der Vogelperspektive, ne? Okay. Wie viele haben wir denn von den... 9 von 10 Wolfspelzen, sehr schön. Dann werden wir jetzt gerade den letzten aufgeklappt haben. Geht's bei den Quests auch wieder um einiges weiter, ne? Glaubt man dann gar nicht, aber es geht dann doch schneller als erwartet, ne? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, eine Spielzeit ist ungefähr 40 Stunden. Keine Ahnung, ob das jetzt nur Hauptquests oder Haupt- und Nebenquests sind, ne? Aber hört sich jetzt verdammt viel an, ist es aber eigentlich nicht, ne? Wenn wir denken, wir haben, keine Ahnung, 10, 12, 14 Stunden, glaube ich, schon reingesteckt. Also, da geht schon schnell was weiter. Ich muss dann auch endlich anfangen, die Videos für YouTube zu vorbereiten, ne? Vorzubereiten. Okay, auch hier geht noch nichts. Ein Zeichen fehlt uns dann noch, ne? Irden, genau. Was auch immer das macht. Werden wir sicher noch herausfinden. Gut, dann aus der Höhle raus. Hier war, glaube ich, der Ausgang, ne? Ja. Ah, ist hier das Symbol, was man... Achso, nee. Quenzeichen wird hier nur erhöht. Und wieder ist eine Stunde um, wie ich sehe. Eine Streamingstunde. Dann versuchen wir jetzt, dass wir wirklich zurückkommen, ne? Wir werden ein wenig handeln müssen jetzt. Ein paar Dinge verkaufen. Hier sehen wir uns gerade mal eben auch um. Mich stört auch immer noch, dass man verstümmelte Leichnam zu früh gedrückt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wenn ich hier mich aufs Klicken konzentriere, muss ich ehrlich zugeben, dann vergesse ich die Sätze einfach mittendrin. Ne? Das ist ja typisches Streamer- oder Let's Player-Leiden. Ist klar, das tödliche Wunder durch ein Schwert vor.
Haben wir da gerade Salamanderabzeichen bekommen? Broschen. Zwei, aber da hatten wir doch vorher schon eine, oder? Naja. Noch ein Altar, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay. Erstmal dann verkaufen und so, ne? Wenn wir irgendwann mal ins Lager zurückkommen, aber... Hey. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier dauernd nur am Leute umräumen. An Ertrunkenen umräumen, muss man sagen, so. Hier vielleicht irgendwo was? Nö. Okay, okay. Na komm, Geralt. Okay, dann nicht. Auch hier nicht. Dann schauen wir, dass wir zurückkommen. Hier gibt es nämlich auch definitiv noch einiges. Lichtung, Höhle. Ja, hier gibt es noch einiges zu erkunden auch, ne? Wahnsinn. Wenn wir schon hier sind, schauen wir ins Dorf auch noch. Hier ist langweilig. Sieht wie ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Yep. Wenn ich erwachsen bin, werde ich warten. Wie wäre es, wenn ihr hier sesshaft würdet? Wir könnten ein... Ba, ba, ba. Seid gegrüßt. Ba, ba. Grüße, hoher Herr, Grüße. Was ist mit euch? Jetzt nichts, aber als ich 6 war, ist mir ein Ziegelstein auf den Tisch gefallen. Ich habe das Spiel gespielt, wo man einen Ziegelstein in die Luft schmeißt, bis 5 zählt und rennt, dass er einen nicht trifft. Zählen konnte ich noch nie gut. Die sagen, der Ziegelstein hat mich dumm gemacht. Falls ihr wohin müsst und Hilfe braucht, dann seid ihr hier richtig. Naja, ich verirre mich nie nicht. Heute muss mein Glückstag sein. Erzählt mir von dem Sumpf. Der Sumpf ist groß und tief und die Stechmücken pieksen einen in den Arsch. Wer wohnt in dem Sumpf? Druiden, Ziegelbrenner, Holzfäller, okay. Ungeheuer haben wir hier und Mücken haben wir auch. Ja, was wollt ihr nicht? Okay, dann haben wir jetzt noch eine Befragestunde, wie es aussieht. Erzählt mir von den Ziegelbrennern. Ziegelbrennerer, das ist wir. Genau da unten liegt das Dorf. Da findet ihr die Älteste, zu dem müsst ihr gehorchen. Wir tun Ziegel machen. Wollt ihr noch was wissen? Aber sicher. Wo finde ich die Holzfäller? Wir wollen alles wissen. Holzfäller sind immer da, wo sie fällen. Wo denn sonst? Ja. Und wo genau fällen die? Südlich vom Ziegelbrennerdorf. Folgt dem Pfad an der grässlichen Höhle vorbei, bis ihr die Sümpfen seht. Was ist mit Ungeheuern? Ungeheuern haben wir ganz viele. Irrlichter und Mammons, die wo brave Ziegelleuten dann nicht nach Hause gehen können, wenn sie ein bisschen Dings gebumst haben. Außerdem haben wir wieder Scheinungs und Bräunlings mit den kleinen roten Mützen. Noch etwas? Noch was? Stechmücken. Ja, Stechmücken sind natürlich... Habt ihr was von Stechmücken gesagt? Verdammt summende Blutsaugern. Jedes Jahr immer mehr. Die vielsten findet ihr beim Turm. Turm? Yep. Danke für den Space Fuel, glaube ich. Am besten und dann bei der Hütte Süden. Da kommt ihr zum Magienturm. Der ist aber abgeschlossen und nichts als elende Stechmücken und ein paar Gelomse sind da.
Das heißt, jetzt wissen wir auch über den Turm Bescheid. Gut zu wissen. Wo kann ich die Droiden finden? In der weitesten Ecke vom Wald mit total schönen Bäumen und wilden Bestien, die da nur so sitzen mit den Druiden. Es geht direkt nach Süden, Westen, aber ihr müsst an den Hölzeren vorbei oder an einem Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen. Ja. Danke für den Boost Space, zu dem du mich geboostet hast. Vielen Dank dafür. Habe ich schon gesagt, dass wir nie ins Dorf zurückkommen, wenn ich hier weiterhin so rumlaufe? Es sind immer mehr Elfen in der Gegend. Ich fürchte, sie planen böse. Ja, und eigentlich zum Steg, ne? Ah, da hinten gibt es noch Hütten zu entdecken. Ach, das Booster-Ding war das Dings, oder? Ah, auf die Startseite, glaube ich, ne? In der Nähe hausen einige hinterlistige, skrupellose Holzfäller. Sie werden von einem Zwerg angeführt. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Geralt. Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ach was, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Ganz logisch. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Das haben wir schon gesehen, ne? Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ah ja. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Können wir das gratis machen? Nö. Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Wir sind noch nicht fertig mit Quatschen. Wollt ihr etwas fragen? Natürlich. Wir haben genug Getrunkene getötet, wie es aussieht. Aber wir fragen erstmal nach dem Turm, ne? Ich möchte etwas über den Turm im Sumpf erfahren. Wie ein Schwert durchtrennt ihr den Schleier des Verborgenen. Der, den sie Großväterchen nennen, kann eure Neugier befriedigen. Ich muss stillschweigen, bis die rechte Zeit gekommen ist. Was ihr nicht sagt. Wollt ihr etwas fragen? Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ist es profitabel? Nein. Obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was schwierig, ihr wollt. Schwierig. Wollt ihr etwas fragen? Ja, wir haben die Ertrunkenen. Was macht ihr? Ups, entschuldigt. Ist das... Nein. Vielleicht... Macht... Wollt ihr etwas fragen? Daneben gedrückt. Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Alienhafte Grüße zurück. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett.
Das ist Kesat, das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Die Teile kamen noch los. Ja, vielen Dank fürs Boosten nochmal, ne? Freut mich natürlich. In dem Fall, wenn man halt... Hatte da eben gedappt. In dem Fall, wenn wir minimal länger streamen. Und nicht in 15 Minuten aufhören. Wenn ihr Geld habt, kann ich euch lehren, wie man die Sumpfpflanzen erkennt. Wie viel wollt ihr? 50 Ohrens. Honig genügt auch. Meine Kinder lieben Süßigkeiten. Aber ich wage es nicht, mich auf die Suche nach wilden Bienen zu machen. Ohrens können wir uns leicht leisten. Genau so etwas schwebte mir vor. Jetzt erzähle ich euch alles über die Kräuter im Sumpf. Ich höre zu. Zuerst einmal haben wir da Zweizahn. Eine wertvolle Pflanze, die zur Herstellung von Halluzinogenen verwendet wird. Normalerweise LSD, oder wie? Ist Zweizahn eine Wasserpflanze. Aber es gibt auch eine Abart, die an Land keimt. Ihre Blüten sind höchst nützlich. Außerdem wäre da noch eine spezielle Variante von Hundspetersilie. Ihre Blätter enthalten Fasern, die verwendet werden, um magische Hemden zu weben. Zieht ein Mann, der in einen Schwan verwandelt wurde, solch ein Hemd an, erhält er seine menschliche Gestalt zurück. Wenn ihr euch in unseren Sumpf wagt, findet ihr wahrscheinlich eine Pflanze, die als Krähenauge bekannt ist. Ja, die kennen wir schon. Für mich hat sie Ähnlichkeit mit der Zypresse. Die Wurzeln des Krähenauges sind groß und medizinisch wertvoll. Daher lohnt es sich durchaus, die Pflanze zu diesem Zwecke zu pflücken. Mehr weiß ich nicht. Danke. Supi. Ich glaube, doch. Haben was, entschuldigt. Hauptsache, wir haben was gelernt. Dann machen wir das, was wir immer machen. Die Häuser der Leute leerräumen. Schon wieder ein Schinkenbrot. Gott sei Dank haben wir keinen Platz dafür. Ach, du Schande. Warum sind so unsere da so voll? Das haben wir noch gar nicht gelesen, kann das sein? Jetzt haben wir es auf jeden Fall gelesen und haben wieder Platz für mehr Schinkenbrote. Gut. Okay. So viel zu, wir gehen. Danke für das Stay Safe, Tom. So viel zu, wir gehen zurück ins Dorf, ne? Da ist noch der Obelisk, der ist mir egal. Dann gehen wir jetzt zurück ins Dorf. Haben wir das Zeug jetzt noch von den Ertrunkenen? Ja, okay. Da gehen wir falsch, glaube ich. Dann schauen wir, dass wir da mal zurückkommen und mal einen Quest nach der anderen abschließen, ne? So, können wir mit dem was machen? Ich bin endlich! Habt ihr die Häute? Wolfshäute. Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Sonst wäre ich eben Söldner. Lebt wohl. Sehr schön, wieder eine Quest. 150 Ohren. Ja, können wir uns die 5 Ohren... Hexer, geht zu Yaren Bolt, den Anführer der Holzfäller. Er sollte eine Aufgabe für euch haben. Er lebt am südlichen Ende des Sumpfes. Gut. Danke. Was wollt ihr? Wir sehen uns noch. Wir fahren noch nicht in die Stadt zurück, ne?